Wie meine Haare aussehen hier. Richtig scheiße nämlich, siehst du? Ich weiß das nicht. Das kommt von alleine. Nene. Ich hab das rückwärts gelesen. Unser heutiger Gast ist diese junge Dame hier. Ach, sie hat die Kamera geguckt. Herzlich willkommen. Erstmal zensiert hier. Denn hier ist mein heutiger Gast. Der Colin. Ja. Weil ihr meine Fresse jetzt ja schon so kennt, dachte ich mir, habe ich heute irgendwie mal hier so Verstärkung. Und haben wir vor lange überlegt, was wir so Lustiges machen können. Und jetzt haben wir uns irgendwie ein Spiel ausgedacht. Und zwar haben wir hier schon so vorbereitet, so eine Zettels. Nein, haben wir nicht vorbereitet. Genau, wir haben nichts vorbereitet, außer so kleine Wörter, weil wir ziehen jetzt immer jeweils abwechselnd ein Wort und da haben wir dann 10 Sekunden Zeit, glaube ich, das, was auf diesem Zettel steht, dieses Wort zu malen. Und derjenige, der das schöner malt, der kriegt einen Punkt. Und am Ende gibt es so nichts zu gewinnen, aber wir machen es ja eh nur des Spaßes wegen. Ja genau, wir haben hier vorbereitet unsere... Der doch, keine Ahnung. Nee, der Holzglock. Oh mein Gott, so creative. Wer fängt an? Mit 10? Mhm. Du, weil es ist dein Kanal, oder ich, weil ich der Gast bin. Schreib das stimmt jetzt an! Ich lass dir den Vortritt. Ich male nämlich schöner als du. Ich bin hier auch voll gehandicapt. Das ist einfach so richtig süß. Schwing! Wir müssen. Nali! Das habe ich schon gewusst mit der Kamera. Stifte auf! Jetzt wird's spannend. Hast du? Dann musst du auch noch den Startdings wieder. Ja, ja. Und der muss richtig laut. Was ist das? Origami! Das erste Wort ist. Origami! Boah, kann man richtig gut lesen. Genau! Ach, du darfst es nicht sehen. Stopp! Was hast du denn da gemacht? Erst mal das, weil das war so richtig einfach. Also, ich habe versucht, hier so einen Schwan zu malen. Das hier ist nämlich offensichtlich so ein Halbfest. Wer hat denn jetzt gewonnen? Ja, du, weil du was Fertiges gemacht hast. Yes! Okay, ich ziehe jetzt auch eins. Ein Wort. Eins. Jetzt bin ich richtig, richtig... Ich komme mir richtig fett vor hier im Urteil, weil das so eine Falle ist. Lieblingsjahreszeit. Jen, drück! Geht schon los, ja. Stopp! Okay, man erkennt hoffentlich, was das hier ist. Was hast du denn? Was ist das? Was? Ist das ein... Schätz mal. Ein Brot. Was zur Hölle hat ein Brot mit dem Baum zu machen? Also tatsächlich soll das so ein Laubhaufen sein. Ja, vielleicht hätte der Baum weniger Blätter was sagen. Also ich schätze mal, deine Lieblingsjahreszeit ist Herbst. Ja. Und was ist das, ein Fahrrad? Nee, ist das auch ein Laubhaufen. Was ist meins? Winter. Sommer, genau. Ein Punkt für wie? Der nächste Begriff ist der Lieblingsemoji. Welcher ist das denn? Stopp! Oh nein, stimmt da! Oh nein! Ich hab so den genommen. Das besser aussieht. Da kommt der Nasse mir rüber. Das ist hier mein Lieblings-Emoji. Wer von euch kennt den? Ich! Oh, sonst hätte ich so Chlorakne oder so. So. Also das ist natürlich der schwarze Mond, der so richtig sneaky zur Seite guckt. Ja, das ist, den benutze ich immer und überall. Das ist der Beste. Was ist meins? Kannst du es erkennen? Ah, hier das Partyhütchen. Ja! Okay, du kriegst auf jeden Fall den Punkt, weil es einfach so der allerbeste ist.
Yes. So, jetzt ziehe ich hier wieder was aus dem fancy Holzschuh hier. Eine majestige Krone. Majestige Krone. Das genau. Will ich hier nochmal zeigen, ja? Was? Oh. Meine hat so Kristalle. Und deine ist einfach richtig low. Was? Meine hat hier so Bommel. Meine glitzert. Siehst du diese Striche? Das ist so... Ey, können wir mal übrigens kurz darüber reden, dass du vorher die Frauenkrone gemalt hast und ich vorher die Männerkrone? Die Männerkrone, ja. Wir sind gegen Gendernormen. Echt? Ja, ist ein Punkt für mich. Lieblingskleidungsstück. Und eins, zwei, los. Das ist kein Kleidungsstück. Da. Ich weiß, was es ist, aber es ist kein Kleidungsstück. So, also das ist mein Lieblingskleidungsstück. Ja, warte, ich... Also, meins, wie man natürlich unschwer erkennen kann, ist... Was? Ein Bademantel. Ein Das ist ein Bademantel. Was ist es? Ein Puderpinsel. Ein Highlighterpinsel. Ein Highlighterpinsel. Du vergibst einfach hier irgendwelche random Punkte. Die Einzige, die bewertet, bist du. So. Piercing. Oh, fertig. The fuck. Okay, unser Verständnis von sowas ist ein bisschen different hier. Ja. Also ich habe einfach einen Mund gemalt mit zwei so Lippen drin, weil ich habe die hier so. Ja, und ich habe halt den Schmuck gemalt. Also ich entscheide jetzt, ich krieg den Punkt rein. Ja, okay. Ariel! Ariel! In 10 Sekunden. Achso. Und let's go! Oh mein Gott! Also. Oh fuck! Deins. Was ist das? Mein. Geil! Sehr gut. So, hier haben wir übrigens Ariel. Meins hätte ja so eine Sardine mit Haaren. Okay. Du kriegst einen Mitleidspunkt und ich einen, weil ich so gut bin. Ein Huhn! Huhn! Okay. Nein! Also, ich gebe zu, meine Skills sind vielleicht eher so semi, aber das da ist der Schnabel und dann guckt das Huhn aber trotzdem mit beiden Augen nach vorne. Einen Hahnenkamm. Hä, meinst du ja wohl auch? Sag mal. Da. Ah, ja. Der Punkt geht mal wieder an die, die beruflich zeichnet. Insert random shaking sound. Das nächste Wort ist hier entfretten. Kirmes. Stopp! Kirmes oder auch Jahrmarkt bei uns genannt. Keine Ahnung, was Kirmes. Schwing! Was? Was? Das ist eine Achterbahn. Und das hier ist das sind runter? So Leute und das ist der Weg. Also meins ist auch eine Achterbahn und ein Riesenrad. Ja, ein Punkt für mich! Dino! The fuck is this? Geil! Also mein favorite Dinosaur ist in einem Ei, weil ich finde die, die gar nicht geschlüpft sind, die sind irgendwie am süßesten. Magst du das Dinosaurier? Bam! Punkt für mich! Weil ich wenigstens ein Dinosaurier gemalt habe. Hallo? Das Eis voll gut! Ne. Trommelwirbel ist richtig gut. Was ist das denn? Das ist ein Kokofer. Was ist das? Ich weiß nicht mal, was das ist. Kokofer. Das zählt nicht. Ich hab nur was das. Was zur Hölle? Das sieht aus wie Erbsensuppe. Genau, also ich habe hier so ein Weinglas gemalt und dann hier so ein Dings, was am Ende noch diese weißen. So eine Pup-Pup. Next! Ein Nashorn! Das Los geht's! Das ist so richtig geil! Was ist das denn? So meins ist so ein bisschen anorexic. Und hat nur zwei Beine. So. Auf jeden Fall, der Punkt geht eindeutig an mich. Allerdings. Jetzt malen wir Geburtstag. 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 Ja, die. Auf jeden Fall, was ist
gleichen gemalt. Keine Ahnung, was das ist, aber okay. Same hier. Aber was ist denn das? Das ist eine Torte mit Herzchen und das ist quasi das Partyhütchen. Das Partyhütchen. Aber man könnte auch so ein bisschen das so sehen, als wäre das so eine sehr abstrakte Zeichnung dafür, dass ich endlich mal wieder zum Friseur durfte. Okay, ich finde, du kriegst auf jeden Fall den Punkt, weil deine Torte Herzchen hat. Das ist richtig süß. Und zwar, der letzte ist richtig gut, der Ex-Freund. Hier ist das Ergebnis von dem Ex-Freund. So, den hier. Das finde ich auch sehr gut. So. Also, fühl dich angesprochen. Dafür gibt es auf jeden Fall einen Punkt für Colin. Jetzt guck mal, wie der Süßli hier so... So, das gar nicht gut findet, was du machst. Und jetzt mal ganz im Ernst, der Punktestand bei unserem letzten Begriff, nach unserem letzten Begriff, ist halt so einfach so... Same. Warte, because... Wahre Freundschaft! This is true. Oh, okay. Hättest du gewonnen? Also, yes! Okay, weil wir jetzt alles nochmal doppelt drehen müssen, weil Colin seine Hose hochgezogen hat, sagen wir ab jetzt tschüss. Ciao. Bye. Hier, guck mal, ich hab mich tätowieren lassen. Ich bin nämlich cool. Kann ich das Video nicht so stoppen jetzt? Warum geht das nicht? Stopp!